Shalom zusammen. Ich glaube, es gibt kein komplexeres Thema, über das man sich unterhalten könnte, als über den Schöpfergott zu reden. Es gibt Menschen, die Gott in ihrem Bild kreiert haben, indem sie ein Gottesbild schufen, das in ihr Weltbild passt. Früher machte man sich vor allem Götzen, wie zum Beispiel das goldene Kalb, weil Israel damals nach dem Auszug aus Ägypten von den Götzen Ägyptens geprägt wurde. Warum diese Götzen nichts mit Gott zu tun haben, liegt unter anderem daran, dass die Götzen tot sind, da sie keinen Geist haben. So heißt es in Jeremia 10, Vers 14 und in Jesaja 40, Vers 18. Dumm steht hier der Mensch da, ohne es zu begreifen, und jeder Goldschmied wird an seinem Götzenbild zu Schanden, denn sein gegossenes Bild ist Betrug, und kein Geist ist darin. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an seine Seite stellen? So haben die Menschen in der Vergangenheit oft durch ihre selbstgemachten Götzen versucht, ein Ebenbild Gottes zu erschaffen, ohne jedoch zu wissen, dass sie selbst ein Ebenbild Gottes sind. Alles, was ohne Geist ist, ist tot, und alles, was tot ist, kann niemals Gott sein, weswegen wir Christen auch die Quelle alles Lebens anbeten, aber niemals Götzen verehren würden. Im ersten Buch Mose heißt es in Kapitel 1, Vers 27, und in Kapitel 2, Vers 7. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Der Mensch ist also allgemein ein physisches Spiegelbild des Schöpfers, weil im physischen Körper ein Geist wohnt, der laut Bibel heilig sein soll, weswegen der Heilige Geist uns laut Bibel in die ganze Wahrheit leitet, damit unser Geist dem Geist Gottes immer ähnlicher wird, was natürlich nur dann der Fall sein kann, wenn wir Gottes heilige Gebote halten, so wie es unser Vorbild Jesus Christus tat, tut und immer tun wird. Über das Wesen Gottes heißt es im 4. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19, in Hiob 33, Vers 12 und in Jesaja 55, ab Vers 8, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Siehe, da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Als Ebenbild Gottes und dank der Heiligen Schrift können wir das Wesen, den Charakter und vor allem auch die Größe Gottes kennenlernen, doch kein Mensch kann Gedanken entwickeln, die den Gedankengängen Gottes gerecht werden können, weil Gott immer über uns stehen wird. In Prediger 3, Vers 11 und in Kapitel 7, ab Vers 13 steht geschrieben, Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Betrachte das Werk Gottes. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Am guten Tag sei guter Dinge und am bösen Tag bedenke, auch diesen hat Gott gemacht, gleich wie jenen, wie ja der Mensch auch gar nicht herausfinden kann, was nach ihm kommt. Es gibt also Dinge, die wir als Menschen mit unserem begrenzten Verständnis gar nicht erfassen können, so wie die Menschen auch nicht erahnen können, was die Zukunft bringt, weswegen Gott uns die Zukunft bereits in seinen Prophezeiungen mitteilte. Deswegen wissen wir als Christen, was wir eines Tages sein werden und wo wir eines Tages sein werden, nämlich in der Ewigkeit im Reich Gottes, das sich der Mensch ebenfalls kaum vorstellen kann. In Jesaja 64, Vers 3 und im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9 heißt es, Denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und die Liebe zu Gott besteht laut 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3 darin, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind laut Neuem Testament nicht schwer. Doch nicht nur damals hat man irgendwelche Statuen angebetet und Götzen aufgestellt, denn auch heutzutage haben viele Menschen zum Beispiel eine kleine Buddha-Statue oder ähnliches bei sich zu Hause, was auch in einigen christlichen Haushalten der Fall ist. Doch wenn man dem Schöpfer weniger Aufmerksamkeit schenkt als einem selbstgemachten Götzen, dann läuft da auf jeden Fall einiges schief. In Römer 1 heißt es ab Vers 24, Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit,
so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Deswegen sollten vor allem Christen keine Buddha-Statuen, Maria-Statuen und sonstige Götzen bei sich zu Hause oder in der Gemeinde haben, da wir im Glauben an den Gott der Bibel keine Kompromisse mit den Götzen dieser Welt schließen werden. Unser Herr und König Jesus Christus ist das leibhaftige Ebenbild Gottes, der im Gegensatz zu den Menschen auch hundertprozentig den Geist und Charakter Gottes widerspiegelt, weil er immer den Willen des Vaters tut, sowohl heute im Himmel als auch damals auf Erden. Deswegen heißt es im 2. Korintherbrief Kapitel 4 ab Vers 3 und in Kolosser 1 Vers 15: Dieser, nämlich Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit, nämlich Satan, die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Viele Menschen fragen sich, ob es einen Gott gibt und stellen sich danach die Frage, wie Gott eigentlich ist, wenn es einen Gott gibt. Wie Gott wirklich ist, welch eine Liebe er für die Menschheit hat, das wurde vor 2000 Jahren durch seinen Sohn Jesus Christus offenbar. So wie Gottes Ebenbild Jesus Christus ist, so sollte eigentlich auch Adam sein, was durch den Sündenfall nicht möglich war, doch in Zukunft geschehen wird. In Römer 8 heißt es ab Vers 28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehnen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der erste Mensch seit Adam tat nicht immer bzw. selten den Willen Gottes, doch der neue Mensch wird nach seiner Verwandlung bei der Auferstehung der Toten immer den Willen des himmlischen Vaters tun, so wie unser Vorbild Jesus Christus, in dem wir alle eins sind. So heißt es in Kolosser 3 ab Vers 9: Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. So wie die Stämme Israels zerstreut sind, so sind auch die Christen untereinander in unzählige Konfessionen einer Religion gespalten, doch so wie Jesus die 12 Stämme Israels wieder vereinen wird, so wird auch Jesus uns Christen vereinen, und zwar in seinem Volk Israel. Jesus sagte in Markus 10 Vers 9, dass man das, was Gott zusammengefügt hat, nicht scheiden soll, was nicht nur die Ehe zwischen Mann und Frau betrifft, sondern eben auch die Einheit in Christus, wenn wir dem wahren Ebenbild Gottes entsprechen werden. Wenn jeder Mensch wüsste, was er wirklich ist und was er in Zukunft mit Gottes Hilfe sein könnte, dann würde er danach streben, das Ziel des ewigen Lebens zu erreichen, weil das ewige Leben wie der Ozean ist und das irdische Leben nur wie ein Tropfen davon. In Hiob 7 Vers 17, im Psalm 8 Vers 5 und in Micha 6 Vers 8 steht geschrieben: Was ist der Mensch, dass du ihn so hoch hältst und dass du auf ihn achtest? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Gott verlangt keine unmöglichen Dinge von uns, seine Gebote sind laut Neuem Testament nicht schwer, und Gott wird mit uns sein, auch wenn die ganze Welt gegen uns zu sein scheint, was ja in der Trübsal der Endzeit der Fall sein wird. Mögen wir am Glauben festhalten, diesen Glauben selbstbewusst verteidigen und mögen wir durch unseren Glauben mit Gottes Hilfe auch andere Menschen dazu bringen, dass sie ebenfalls zu glauben anfangen, und zwar an den Gott der Bibel und seinem Sohn Jesus Christus, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das ist der König der Könige und der Herr der Herren, der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Möge der Vater euch segnen in seinem Namen. Amen.